Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Elder Scrolls. Elder Scrolls, wer kennt's nicht? So, Freunde, was müssen wir machen? Reise nach Tel Arun. Einwände und Hindernisse. Ja. Machen wir das mal gleich. Ist das hier überhaupt die Aufgabe? Ja, wa? Wir sind hier immer noch nicht fertig. So, wo ist das? Wo ist denn das? Das ist hier unten. Ist das Einwände und Hindernisse? Ist das meine Aufgabe, die wir jetzt hier zum letzten Mal gemacht haben? Queste. Queste. So, Kalkstein. Steinfäller. Hier. Mit meiner Hilfe ist Sonne im Schatten im großen Haus Telvani in den Rang. Gut. Gut. Okay, man muss sich auch erstmal einen Überblick verschaffen. Kommen wir von hier aus einfach rüber? Ja, aber einfach, ja, einfach rüber. Juti duti. So, ich muss mal wieder eine Folge noch aufnehmen, weil nächste Woche habe ich, glaube ich, bloß eine Folge schon im Kasten. Jetzt werde ich mal schnell noch eine aufnehmen. Ich schätze ja kurz vor Mittag. Das ist schon 11 Uhr. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, wir sind auf jeden Fall schon mal da. Ist der gefährlich hier? Nee. So, machen wir hier ein bisschen schneller. Zip. Tel Arun. Erhalte eine Audienz bei Magister Gautrain. Wo ist die? Da oben. Tel Arun ist geschlossen, also verpisst euch, ihr kleiner Scamp. Midiri, Mensch, halt mal Maul. Habt ihr nix Spucke in den Ohren? Tel Arun ist geschlossen. Abmarsch, ihr verflixte Nicho. Ich muss mit Magister Gautrain sprechen. Ja? Tja, ich brauche einen guten Schluck und jemanden, der mich ordentlich durchrödelt. Aber deswegen klopfe ich noch lange nicht an fremde Türen und bereite anderen Leuten deshalb Bauchweh. Magister Gautrain empfängt keinen Besuch. Nicht heute, nicht morgen und auch nicht nächste Woche. Also schafft euch fort, Guargesicht. Es ist dringend. Es könnte sein, dass sein Mund seine Befehle missachtet. Missachtung von Befehlen, hä? Ha, ja, das klingt nach Alasa. Diese widerliche kleine Nixhündin, die ständig um den Turm herumschleimt, sich Kuchen ins Maul stopft und uns herumschubst. Du, Max, soll sie holen. Nur zu. Aber falls ich herausfinden sollte, dass ihr lügt, steche ich euch ein Messer ins Auge. Ist vermerkt. Gut, dann können wir erstmal darin. Ist hier irgendwas, was man sich hier mal angucken kann? Was irgendwie von... Über die Stadt der Uhrwerke. Da müssen wir auch irgendwann hin. So, hier ist erstmal nichts. Vielleicht sind einige Meister freundlich und erträglich. Diese hat schon entsprechende Geschichten gehört. Magister Gautrain zählt nicht zu diesen Meistern. Na, tut mir leid zu hören. Gautrains Audienzzimmer. Arid, Giravel, ich habe genug von euren Ausreden. Ralasa hat eure Aufgabe klar umrissen. Findet diese Diebe. Es tut mir leid, Magister. So soll es sein. Was ihr auch wollt, belästigt meinen gequälten Assistenten. Ja, ich will mit dir reden. Oh, ein neues Buch entdeckt. Sehr gut. Also, es lohnt sich schon hier irgendwie mal die Bücher hier aufzumachen.
Oder stehlen wollen wir nichts. Ah, Grüße. Es tut mir leid, dass ihr das sehen musstet. Magister Gotrin kann wirklich recht reizend sein, wenn man ihn besser kennt. Ehrlich gesagt hätte er nicht geschrien, wenn Ralasas kleiner Spion Hauptmann Giravel sich nicht eingemischt hätte. Ich muss mit dem Magister über die Bitte meiner Partnerin Sonne im Schatten um eine Beförderung sprechen. Ah, diese Sache tut mir leid, aber Ralasa ist fest entschlossen, eure Argonierin daran zu hindern, weiter voranzukommen. Ganz ihre Art. Ich sollte Mund sein, sagen wir, ich hätte da vielleicht eine Idee. Die Diebe, die Muzera Gotrin erwähnt hatte, sind nach Shashbilamat geflohen. Könntet ihr die Dinge zurückholen, die sie gestohlen haben? Könnte ich, aber warum sollte ich? Die Worte einer echten Telvanni. Wenn ihr die Sachen zurück zu mir nach Sadrit Mora bringt, werde ich mir ihre sichere Rückkehr auf die Fahnen schreiben. Ralasa hat sich stark darum bemüht, mich in Verruf zu bringen. Mein Muzera weiß das. Wenn ich Erfolg habe, wird er sehen, dass ich der bessere Diener bin. Wie hilft das Sonne im Schatten? Muzera Gotrin wird mich ohne jeden Zweifel zum Mund befördern. Und dann kann ich, im Gegenzug für eure Hilfe, die Bitte der Argonierin unterstützen. Eine Hand wäscht die andere und so weiter. Was sagt ihr? Wir haben eine Abmachung. Ich werde euch in Sadrit Mora treffen, aber ich habe zunächst ein paar Fragen. Ich kann es gar nicht erwarten, Ralasas Gesicht zu sehen, wenn Muzera Gotrin ihr ihren Titel entzieht. Und das kriecherische Betteln wird köstlich. Ich habe ein paar Fragen. Natürlich. Womit kann der zukünftige Mund von Muzera Gotrin euch helfen? Was haben die Diebe Magister Gotrin gestohlen? Sehr viele Dinge, wie ich leider sagen muss. Sie haben einen uralten Folianten, einen erlesenen Anhänger und eine Börse voller Gold gestohlen. Natürlich hat meinen Meister der Verlust gleich mehrerer Sklaven am meisten getroffen. Allesamt starke Arbeiter. Muzera Gotrin ist krank vor Sorge. Ich bin keine Sklavenjägerin. Nein, natürlich nicht. Ich wollte nicht vorschnell urteilen. Um ganz ehrlich zu sein, ich war seit jeher ein entschlossener, aber sehr leiser Fürsprecher für Tierrechte. Wenn ihr den Folianten, den Anhänger und das Gold zurückbringt, glaube ich, dass Muzera Gotrin mich doch noch befördern wird. Wenn auch mit schwerem Herzen. Wie haben es die Diebe geschafft, nach Tel Arun hineinzukommen, um etwas zu stehlen? Nun, ich kann es nicht mit Gewissheit sagen, aber die Chancen stehen gut, dass die verschwundenen Sklaven Muzera Gotrins Eigentum gestohlen haben, bevor sie aus Tel Arun geflohen sind. Seilfische und andere Schlepper nehmen manchmal verzauberte Gegenstände als Bezahlung an. Dann würden sie bei einer etwaigen Rückkehr also doppelt bestraft. Das kann ich unmöglich sagen. Mein Meister ist von einem freundlichen und sanftmütigen Wesen. Aber Kinder brauchen bisweilen Strenge, ja? Das wäre jedoch das Vorrecht von Sklavenmeisterin Arinim. Bedauerlicherweise kann sie jähzornig sein. Ihr wirkt sehr schnell bereit dazu, eine Abmachung mit einer Fremden zu treffen. Ihr solltet inzwischen wissen, dass Allianzen unter den Telvanni zu Anfang noch oft im Fluss sind. Nicht, dass unser Verhältnis irgendwie im Fluss wäre. Was wir beide haben, das ist untrennbar. Die Absichten von Sonne im Schatten passen bestens zu den meinen. Es ist nur sinnvoll, dass wir zusammenarbeiten. Gut, alles klar. Bringt diesen Bericht zu Mund Ralasa, auf der Stelle. Jawohl, Hauptmann. Hier ein kleiner kostenloser Hinweis. Wenn ihr euch mit Ralasa Delvi anlegt, legt ihr euch auch mit Magister Gotrin an. Ihr könnt mir glauben, wenn ich sage, dass ihr euch nicht mit Magister Gotrin anlegen wollt. Wer seid ihr? Hauptmann Giravel, gesalbter Ombudsmann von Mund Ralasa Delvi. Ihr seid mir oben aufgefallen. Magister Gotrin hat nur wenig Geduld für Fremde, die sich überall einmischen. Und noch weniger für wichtigtuerische Assistenten wie Arid Zendrul. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Ich hoffe, das werdet ihr.
um euretwillen. Naja. Entschuldigung. So, wo müssen wir denn jetzt als nächstes hin? Sieht irgendjemand das Ding hier auf der... Bin da genau davor. Da unten. Ach, ich muss erst wieder raus. Um dann zu sehen, wo ich hin muss. Warte mal, was haben wir hier? Nee. Warte mal, doch. Ist das? Nee. Jagd auf König Klingenhauer. Hier ist das. Naja, dann tüdeln wir mal darüber, wa? Krank sind sie alle zur Zeit. Irgendwie alle so am Verschnupfen oder so, weißt du? Krass. Kommen wir da überhaupt hoch? Warte mal. Auf jeden Fall höher. Warte mal, kommen wir da irgendwie nach oben? Ja, es sieht so aus, als wenn wir da nach oben dackeln können. Ey. Lass mich doch einfach hier nach oben gehen. So steil war das doch jetzt ja nicht. Weißt du, das sind auch so mal so eine Sachen, wo ich denke dann so, als ob. So, sollen wir jetzt erkunden? Oh, haben schon eine Folge. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Können wir mit den Einzelnen hier reden? Ja. Ihr stinkt nach Weihrauch und Wasserpfeifenrauch. Hat dieses Monster Gotren euch geschickt? Sowas in der Richtung. Sein Diener hat mich geschickt, um Gorens gestohlene Sachen wieder einzusammeln. Wir sind keine Sachen. Sashanti und ihre Freunde bereiten sich darauf vor, diese verfluchte Insel zu verlassen. Keine Peitschenhiebe mehr, kein bitteres Essen mehr. Nur das Licht der Monde auf dem Meer von Topal. Wir haben Gotrens Sachen nur mitgenommen, um die Schlepper zu bezahlen. Ich werde euch nicht an der Flucht hindern. Ich brauche nur den Folianten, das Gold und das Amulett. Helle Monde, diese dankt euch, Wandlerin. Wir haben Gotrens kleine Schätze in Kisten in der Nähe verstaut. Die Schlepper werden zwar ächzen und stöhnen, wenn sie weg sind, aber wir stellen uns lieber allein der Wildnis, als zurück nach Tel Arun zu gehen. Ich werde Gotren erzählen, dass ich euch nicht finden konnte. Viel Glück. Warum kann man... Wartet! Was war das für ein Geräusch? Warum kann ich... Grüße, Fremdländerin. Sedora Ralasa entsendet ihre Grüße. Diese Sklaven allein einzusammeln wäre ganz schön anstrengend geworden. Nein, nein, nein. Verdammte Katzen! Euer ganzer Haufen geht zurück nach Tel Arun. Ausrücken! Ihr habt es gehört. Marsch, marsch, du Hund! Nein, Dasho wird nicht gehen! Macht euch keine Vorwürfe, weil euch Ralasa an der Nase herumgeführt hat. Vertraut mir, ihr hattet niemals eine Chance. Ralasa schickt euch? Natürlich. Ihr dachtet doch nicht, sie würde zulassen, dass sie dieser flachköpfige Arid ausnixt, oder? Oh, und müht euch nicht ab, nach den anderen gestohlenen Waren zu suchen. Meine Truppen haben die Situation im Griff. Danke für eure Hilfe, Nwa. Bis dahin. Ich gehe. Ich habe keine Zeit für müßige Plaudereien. Geht eurer Weg. Oh nein.
Nein. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Warum kann ich hier nicht kämpfen? Oh. Das ist sehr ärgerlich, muss ich sagen. Es wäre unmöglich zu erkennen, wer diese Person gewesen ist, wenn nicht ihr persönliches Hab und Gut hier verstreut rumliegen würde. Die Knochen wurden vollständig abgenagt. Ach, das ist ärgerlich hier, ey. Jetzt wurden die ja wieder verhaftet. Und wir sind kein Stück weiter hier. Das ist ja noch beschissener, aber wisst ihr, was ich meine? Das ist doch doof. Was doch scheiße ist doch das. Das kann ich gar nicht gutheißen. So, wo muss ich denn hin? Wo ist denn die Eumeltante? Ach, hier. Ach, das ist nicht gut. Ist nicht gut. Ist überhaupt nicht gut. So, müssen wir lang, da lang, da, ja. Das kann nicht gut. Das ist schrecklich. Wir sind doch die Jute. Ich habe doch extra keine Bruderschaft und Diebesgilde gemacht. Weil wir die Gute sind. Weißt du? Wir helfen doch den Unschuldigen. Die sich selber nicht helfen können. Es war wieder einmal ein Vergnügen. Lebt wohl, Sonne im Schatten. Hä? Da seid ihr ja. Ich bin froh, dass ihr wieder da seid. Hm. Ich hatte gerade eine fruchtbare Unterhaltung mit unserem Freund Arid. Es scheint, als wäre ich nicht die Einzige, die Ralasa zurückhält. Ich glaube, es könnte an der Zeit für eine etwas ungewöhnlichere Strategie sein. Was weint ihr? Was weint? Was meint ihr mit etwas ungewöhnlicher? Ich habe Ralasa unterschätzt. Das sehe ich nun ein. Sie spielt dieses Spiel weitaus besser als ich. Die einzige Möglichkeit, ein Spiel wie dieses zu gewinnen, besteht darin, den anderen Spieler auszuschalten. Wartet, bittet ihr mich, gerade Ralasa zu ermorden? Ist das euer Plan? Ich weiß, wie das klingt. Es bereitet mir keine Freude, es ist nur eine bedauernswerte Notwendigkeit. Die Hälfte der oberen Telvanni hat im Zuge ihres Aufstiegs zur Macht irgendwann mal eine günstige Gelegenheit für sich geschaffen. Wenn ihr euch um Ralasa kümmert, nimmt Arid ihren Platz ein. Das ist unser bestmöglicher Zug, Sera. Na, nee. Ich bin keine Assassine, ich werde das nicht tun. Ich bitte um Verzeihung, meine Freundin. Vielleicht habe ich mich ein bisschen zu sehr in die Ränke der Telvanni verstricken lassen. Selbstverständlich werde ich eure Entscheidung respektieren. Ich mache mir nur Sorgen um Eoki. Ich fürchte, dass ich mein Versprechen, ihn zu befreien, am Ende nie einlösen kann. Sie versucht, Schuldgefühle einzubauen, da ich bin mir nicht sicher, ob sie überhaupt die Absicht hat, den zu befreien. Gibt es vielleicht einen anderen Weg? Es könnte auch klappen, eines ihrer Laster auszunutzen. Ralasa liebt Süßigkeiten und Informationen. Warum geben wir ihr nicht von beidem etwas? Bringt ihr diese Sumpfkuchenblumen und erzählt ihr von Arids Komplott. Es ist nur ein bescheidenes Angebot, aber womöglich kommt es zur rechten Zeit, nicht wahr? Nee, wir töten die nicht. Wie gesagt, wir sind keine Assassine. Wir haben hier nicht die dunkle Bruderschaft gemacht. Und von daher möchte ich auch nicht da in diese Richtung gehen, dass ich da irgendwie, sag mal, jetzt für einen Mord angeheuert werde. Ich weiß ja nicht, ob das hier überhaupt schon mal war. Oh, teure Tirwin, wie sehr ich mich danach sehne. Wir kommen später nochmal wieder, Jungs.
So. Oh, seht nur. Es ist die Botengängerin der Echse. Hat sie euch geschickt, um mich zu töten, ne? Na, nee. Eure Freundin betrachtet mich als Gleichgestellte. Doch schlussendlich scheint sie doch nach wie vor nur eine ahnungslose Sklavin zu sein. Ihr wart ja so hilfreich, das zu beweisen. Mein Dank. Also, was führt euch in meine Gemächer, Fremdländerin? Sonne im Schatten hofft, wir können diese unangenehme Sache hinter uns lassen. Oh, herrlich. Lasst mich raten. Sie hat euch mit Bestechungsgeld geschickt? Oder mit einem Geschenk? Oder mit einem Angebot, mir zu Diensten zu sein? Wie köstlich. Und? Was will sie? Sehr arrogant, sehr von sich überzeugt. Ja, sie schickt ein Geschenk und Neuigkeiten. Arit Zendrul wollte sie für einen Komplott gewinnen, um ihn an eure Stelle zu bringen. Arit, das sind ja wohl kaum Neuigkeiten. Aber ich nehme diese Sumpfblumenkuchen trotzdem. Komisch, sie wusste genau, was sie mir schenken kann. Ihre Sklaveninstinkte sind anscheinend noch so gut wie je und je. Richtet ihr aus, dass ich über ihren Vorschlag nachdenken werde. Ich kann immer mehr Diener gebrauchen. Ich werde die Nachricht überbringen. Wohin sollte man sie zuerst schicken? Köstlich. Geriebener Perlenstaub und Zucker. Was? Diese Schlampe. Gift. Es brennt. Es brennt. Ich sag dazu jetzt nichts, Freunde. Ich sag dazu jetzt echt nichts. Es war doch klar, oder nicht? Es war doch so klar. Hinterhältige Schlange, Alter. Seid gegrüßt, meine Freundin. Ihr scheint besorgt zu sein. Bitte, lasst mich erklären. Ihr habt mich durch eine List dazu gebracht, vergiftetes Essen zu liefern. Ja, aber nur, weil ihr es sonst nicht getan hättet. Ralasa hätte Iyuki und mich am Ende irgendwann umgebracht. Sie hat mich gezwungen. Ein Telvanni muss handeln oder sterben. Bitte nehmt dies und meine Entschuldigung an. Ich hoffe, dass ihr noch begreift, welche Weisheit in diesem Handeln lag. Ich hoffe, ihr zieht in Betracht, wieder mit mir zusammenzuarbeiten. 23 Minuten. So, wir machen an der Stelle, mache ich jetzt erstmal Schluss. Ich mache jetzt hier mal einen Abschluss. Alter, diese Questreihe hier ist extremst lange, wa? Holla die Waldfee. Also ich muss sagen, ich bin begeistert. Bin recht begeistert. Vor kurzem kam ja die neueste Skyrim-Version raus, damit diese 500 Mods, die Anniversary Edition oder so, heißt das so? Ich weiß das ja nicht. Zuerst hieß es, dass diese Edition im Game Pass ist. Ich habe den Game Pass und hatte echt überlegt, es zu installieren und dann vielleicht so ja ein Let's Play von so zu machen. Aber das Problem ist nicht drin im Game Pass. Ich meine, das Bethesda gehört ja zu Microsoft, aber ist nicht drin. Das ist auch, glaube ich, bloß ein, also was ich gelesen habe oder was ich gesehen habe, nur ein Upgrade von der Special Edition. Aber ich bezahle keine 20 Euro, keine Ahnung, weil um nicht wirklich zu wissen, was damit bei ist. Da sind doch mal ein paar neue Quests mit bei oder sonst irgendwas, aber irgendwie. Weiß ich nicht, also Grafik-Update ist da wohl nicht mit bei. Obwohl, da ihr habt ein Next-Gen-Update oder Upgrade, ein kostenloses, jetzt weiß ich nicht, da müsste ich mich mal informieren, ob da irgendwie grafikmäßig irgendwas noch gemacht wurde. Obwohl ja die
Quisanil, die Grafiken, die ähneln sich hier wie hier, ne? Skyrim ist auch so eine Sache. Ich werde einfach irgendwie nicht, bin bisher noch nicht warm geworden. Ich hatte schon mal, ich glaube, ich habe 2 oder 3 Mal angefangen. Die überwiegende Zeit hatte ich gemoddet gehabt, irgendwelche Sachen drin gemoddet gehabt, aber dann, man hat das Interesse dann irgendwie verloren. Aber ich würde gerne mal spielen wollen, sagen wir mal so, vielleicht, also Let's Plays sind ja bei mir immer so, dass man dann, wenn man Projekte angefangen hat und die dann auch schon laufen, dann zwingt man sich ja selber weiterzumachen. Man muss immer weitermachen, wisst ihr, was ich meine? Naja, mal gucken, ob irgendwann mal das kommt oder nicht. Ich weiß es noch nicht. Also es steht in der Schwebe, eine Sterne. Tendenziell eher nein als ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist ja auch so ein ziemlich langes Projekt. Und wir haben ja hier noch sehr viel zu tun. So, Freunde, gut, ich mache an der Stelle Schluss und wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, haltet die Ohren steif und tschüss.